Und wir legen direkt weiter los. Wir müssen eigentlich 10 Stunden schlafen. Haben dafür gerade einiges an Kalorien gefuttert, aber das machen wir nicht. Denn es ist noch nicht spät genug, um schlafen zu gehen. Schon gar nicht, um 10 Stunden schlafen zu gehen. Dann würden wir mitten in der Nacht aufwachen und das möchte ich einfach nicht. Deswegen gehen wir nochmal zu der Hütte, schauen uns da um, dann hier um und gehen dann erstmal wieder zum Basiscamp zurück, lagern dort ein paar Sachen ein, laden die Waffe nochmal ordentlich durch und dann krallen wir uns jemanden ganz Bestimmtes. So, Futter, Futter und eine Zeitung. Hope nobody needs this anymore. Gut. Ich hoffe, der überlebt das jetzt und kann nicht dadurch sterben, dass er noch an der kalten, allerdings auch sehr, sehr frischen Luft unterwegs ist und nicht schlafen geht. Naja, okay. Gucken wir einfach mal, wie es läuft. Jawohl, sehr gut. Erstmal noch was zu essen finden. Oh, wunderbar. Naja, wie auch immer. Essen ist eine ganz, ganz feine Sache. Oh. Das hat sich doch mal gelohnt. Okay, da freue ich mich jetzt dann noch ein bisschen, denn das Essen ist wieder gesichert. Ich hatte schon Angst, wir kommen nicht über die nächsten zwei Tage, sagen wir lieber mal, ohne Hunting Knife, ohne Jägermesser. Denn es gibt da noch ein paar Sachen, die wir gerne ausweiden würden. Und ich hätte es mir eigentlich fast denken können. Und es wird bestimmt auch so sein, dass das Messer im Staudamm versteckt ist. So, wie sieht's denn aus? Hält er noch ein bisschen durch? Der muss einfach noch ein bisschen durchhalten. Man könnte zwar hier auch ein bisschen hochlaufen und sich umsehen, allerdings bringt das alles nichts. Ist halt wirklich ein bisschen schade. Kommt der hier noch hoch oder ist er schon zu steil? Das ist ihm schon zu steil. Und es ist wieder mal soweit, er kann nicht mehr rennen, deswegen kriechen wir wieder zurück. Was soll's. Wir sind ja gleich da und schließlich umlagert auch kein Wolf unser kleines Häuschen. Da können wir ganz entspannt und ganz sicher drauf zusteuern. Also dieses Anzeichen mit den Vögeln, dass sich dann da unten drunter eine Leiche befindet, das ist korrekt, taucht allerdings nicht immer auf. Also irgendwie bei jeder zweiten, dritten Leiche ist das dann mal, dass man von Weitem, wenn man ein paar Vögel sieht, auch erkennen kann, dass sich da drunter eine Leiche befindet. Die befindet sich hier vorne. Die haben wir allerdings vorhin schon geplündert. So, 5 Schuss sind im Lauf. Sind geladen. Und dann geh mal zurück. Schlepp dich erneut die Treppen nach oben. Und
dann lagern wir kurz noch mal ein bisschen was ein, was wir alles nicht so brauchen. Da kommen der Dosenöffner kommt weg. Eine Fackel. Das ist Lampenöl. Scrap Metal bleibt auch hier, das kostet einiges an Gewicht. So, den Rest lassen wir. Allerdings nehmen wir noch mal was auseinander, was wir vorhin gefunden haben. Nö. Hatten wir keine. Weste, habe ich mich da gerade verlesen. Haben wir nicht. Ist nicht so schlimm. Wie spät ist es? Es ist 12 Uhr. Gut, wir haben eine ganze Stunde gewonnen. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Ich möchte wirklich ungern jetzt schlafen gehen. Schau mal kurz, wie es mit dem Feuerholz aussieht, denn da haben wir wirklich einiges gefunden. Um ein bisschen die Zeit zu vertreiben, starten wir ein Feuer. Und jedes Mal bei einem Erfolg steigt die Chance, das nächste Feuer zu entfachen, um 1% an. Können wir erstmal genug Wasser herstellen, sollten wir auf jeden Fall 5 Liter hinkriegen, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Dauert halt allerdings auch eine ganze Weile. So, brühen wir die ganze Sache noch ab. I don't feel so good. Ach, wir haben das Unsafe Wasser haben wir vorhin mal getrunken. Der fühlt sich wohl wieder ein bisschen beschissen. Nö, komm. Wir das Ganze noch mal mit 2 weiteren Litern Wasser. Ein halber Liter müsste noch gehen. Das müsste dann eigentlich gut ausgehen, wenn wir die 2,5 haben wir noch schmelzen. Das sieht gut aus. Und dann haben wir einen ganz großen Wasservorrat. Oh, ich esse mal schnell was. Ist mal so eine Dose. Und ich hoffe, der kann uns jetzt nicht wegsterben oder die Zeit, die er zum Erholen braucht, erhöht sich, wenn er jetzt nochmal vergiftet wird beim Essen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Da machen wir einfach nochmal einen weiteren Liter. Und nochmal. Dann sind wir gnadenlos überladen, aber haben immerhin genug Wasser bei uns. So, und da soll dann auch erst mal reichen. Wie sieht es denn aus im Inventar? 31,39 Kilogramm. Und hoch mit dir. Ich schau mal kurz, wie viel in so eine Schublade reinpasst. Passen auch 5 Kilogramm rein. Hier waren das glaube ich auch 5 Kilogramm, genau. Haben wir hier schon Wasser drin? Hier haben wir noch kein Wasser drin gelagert. Hier glaube ich auch nicht. Dann nehmen wir hier unten dieses Teil. Wow, 10 Liter Wasser dabei. Packen das einfach mit 5 Litern Wasser voll. Noch mehr, was wir hier lassen können? Ich glaube nicht. Den Rest, den können wir gebrauchen. Den nehmen wir mit. Obwohl, 5 Liter. So viel müssen wir auch nicht unbedingt. So, 17.55 Uhr. Jetzt können wir langsam. Wir stellen dann einfach 12 Stunden Schlafen ein. Dafür brauchen wir allerdings noch eine ganze Menge Kalorien, um das zu überstehen. Denn das würde uns 900 Kalorien müsste uns das kosten, wenn wir 12 Stunden schlafen gehen.
Essen war vielleicht nicht mehr, das vergeht ja noch ein bisschen. Uiuiui, jetzt geht's ihm wirklich schlecht, habe ich den Eindruck. Soll sich nicht so haben. Naja, da muss ich ja selber ein bisschen bemitleiden. Hier gibt es ja keinen anderen, bei dem man das machen kann. Kalorien sind wir jetzt? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Wie viel haben wir denn? 1600, da können wir noch ein bisschen was essen. Ja, nehmen wir noch den Energieriegel zu uns. Dieses Teil, dann trinken wir noch einen kleinen Schluck. Das dürfte nicht viel verbrauchen. Gucken wir mal, 5,69 haben wir gehabt und jetzt haben wir 5,34. Das sieht alles sehr gut aus. Du musst 10 Stunden pennen, dann machen wir das einfach mal. Und drück die Daumen, dass wir das überleben. Denn bisher sieht es wirklich gut aus. 10 Stunden und... Ich würde schon wirklich gern die 12 Stunden schlafen. Das müsste klappen, denn wir haben Hunger und Durst komplett gestillt. Und wir sehen, wir sind komplett dehydriert, deswegen... Kipp dir einen Liter Wasser rein, da müsst ihr jetzt ziemlich genau einen Liter verbrauchen. Genau, er hat exakt einen Liter Verbrauch. Hunger hat er ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Ihm geht's gut, die Erkrankung ist weg. Und das sieht auch gut aus mit unserem Rucksack. Tja, dann geht's weiter. Raus aus dem Haus. Und ich freue mich. Nanu? Und ich freue mich drauf. Denn jetzt geht's einem Wolf an den Kragen. Diesmal lassen wir uns nicht fertig machen. Diesmal machen wir ihn fertig. Wir haben es ja ganz am Anfang schon mal geschafft. Da hatte ich es mal mit einem einzigen Prozent überlebt, dem Vieh zu entkommen. Und irgendwie hatten wir es, glaube ich, sogar getötet, wenn ich mich nicht irre. Und das versuchen wir nochmal zu wiederholen, allerdings mit einem gezielten Schuss. Das sieht noch sehr gut aus. Auch hier oben wieder die Vögel und da drunter. Was ist denn nun schon wieder? Unter den Vögeln wieder eine Leiche, die wir schon geplündert haben. Sogar zweimal. Die hier weisen auf den im Waggon hin und die anderen auf den, der hier hinten noch im Schnee vergraben liegt. So. So, begib dich mal wieder in den Laufschritt. Hier hatten wir alles, oder? Genau. Schade, schade, schade. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht wieder so eine dumme Aktion von mir ist, um dort hinzugehen und dann wieder vom Wolf aufs Maul zu bekommen. Ist das vielleicht so eine Art Leitwolf, der Chefwolf, der Bosswolf hier in dem Spiel, der besonders kacke zu einem ist? Wir finden es heraus. Wir zeigen dem Kerlchen jetzt nämlich mal, wer hier der Chef ist. Nicht wir, aber unsere Waffe. Wenn wir treffen und nicht wieder 5 Schüsse brauchen. Denn dann wird es eng, mit noch anderen zu erlegen. Hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass wir 15 Schuss schon mal bei uns gehabt haben. Und die müssten auch irgendwo verteilt rumliegen, die 15 Schuss. 10 haben wir gefunden, 5 haben wir verbraucht, blöderweise für den ersten Wolf. Das heißt, 5 müsste es noch irgendwo geben. Da können wir später nochmal einen kleinen Abstecher hinmachen. Hat der Kumpel noch was bei sich? Der hat noch was bei sich.
Was denn genau? Eine Flasche Wasser? Sehr gut. Also am Anfang, da hatten wir eigentlich immer dieses Wasserbesorgen ein bisschen Probleme bereitet. Und ich fand, dass das eigentlich dann am schwersten ist. Allerdings klappt das sehr gut mit dem Schneeschmelzen. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir gerade kein Wasser haben. Allerdings auch das haut gut hin. Wenn wir das erstmal haben, dann können wir Fleisch nehmen vom toten Tier. Ob gefroren oder nicht, nicht ist egal. Je länger das gefroren ist, desto weniger Fleisch kriegen wir raus. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass auch das Fleisch wieder sowas wie nachwächst. Denn hier vorne bei dem Tierchen, vorm Staudamm, das hatten wir mal ausgeweidet, hatte dann 0 Kilogramm und sind später zurückgekommen und es hatte wieder 0,4, weiß ich. Oder es kann natürlich sein, dass einfach die Temperatur gesunken war und dadurch ein bisschen was aufgetaut ist oder so. Keine Ahnung. So, jetzt wird's ernst. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.